Halleluja! Yasin hat's begriffen. Wenn auch leider nur für einen Augenblick. Dann ist er wieder dran an seiner 10 von 10. Und Mia darf allein weiter feiern. Im ewigen Zweikampf von Hormonen und Verstand gewinnen am Ende halt meistens die Hormone. So will es nun mal Mutter Natur. Ich schwör's dir, im gleichen Moment, als wir fertig mit dem Gespräch waren, ging er wieder zu Elena. Das war so kontra. Für Yasin wäre Elena ein Zehner im Lotto. Da möchte er natürlich gern sein Los freirobbeln. Macht er das extra? Also ich weiß es nicht. Sie sieht mich als Konkurrentin, was einfach nicht der Fall ist. Natürlich, optisch. What? Gleich gibt's hier ein Beben Stärke 7 auf der Mia-Skala. Also ich glaube, die Blicke würde sogar ein Blinder merken. Vor allem, wenn sie weit weg ist, guckt sie so böse. Ist für mich ein bisschen Kindergarten. Yasin hat eine super Idee. Er schüttet Elena ganz laut sein Herz aus. Das Problem war, du bist halt genau mein TV, auf dem ich stehe. Ich habe im Interview überall gesagt, ich so, hey, Elena, in meinen Augen 10 von 10. Ja. Optisch. Ja. Sehr, sehr hübsche Frau, würde ich sagen. Das ist ein Erscheinungsbild in meinen Augen. Ich bin auch immer so ein touchy Typ so. Ja. Aber ihr müsst einfach aufpassen, ne? Wenn das hier drin schon so ist, dann wie wird das draußen sein? Ihr werdet beide. Vor allem du bist ein Mann. Du wirst genauso mit dem Ganzen konfrontiert werden. Sei einfach leise jetzt. Okay. Sie redet dem ein, dass eine Beziehung in einer Reality nicht funktionieren kann. Wie soll ich das verstehen? Auf beiden Seiten vielleicht mal so einen Gang runterfahren und dann funktioniert die Geschichte auch sehr gut, da bin ich mir sicher. Elena, look, ich wollte nur sagen, ich habe kein Problem, wenn ihr miteinander redet. Das hat einfach ein bisschen mit zu, du als Frau verstehst mich vielleicht, wenn dein Freund mir jetzt würde sagen, neben dir, Mia ist ein 10 von 10. Ich glaube, das ist nicht so freudig. Okay. Ich verbiete niemandem etwas, das ist einfach kein schönes Gefühl. Ja, absolut dumm. Und bei dir ist das erste Mal, wo so etwas passiert. Verstehst du? Also nicht du jetzt das erste Mal, wo das passiert. Aber guck mal, so da war gar nichts. Absolut null. Null. 0.0. Echt null. Du kennst mich. Für mich hat einfach Mia kein Selbstvertrauen. Und deswegen hat sie das wie probiert, auf mich die Schuld zu schieben. Was ist das denn hier? Warum schiebt ihr alle so Filme? Ey, was muss ich mir hier geben? Okay, wow. Wait a minute. Ich halte nicht meine Fresse. Überhaupt, da seid ihr voll an der falschen Adresse bei mir. Es gibt gewisse Grenzen, oder? Und jetzt auch, warum werde ich jetzt irgendwie in etwas reingezogen, wo nichts ist? So unnötig. Es war ja nicht nur, weil er mit ihr geredet hat. Elena ist nicht das Hauptthema. Du bist das Kleinste hier drin. Du musst mit den Menschen reden. Du kannst dich ja nicht abkapseln, weil du sagst, okay, ich habe eine Beziehung, ich werde jetzt, ich darf nicht mehr reden, ich darf gar nicht. Das geht einfach nicht. Das geht absolut nicht. Aber da musst du, du hast einfach zu viel negative Erfahrungen mit so Männern davor gehabt, mit so. Aber so gehen Beziehungen kaputt. Ja, die vertraut auf keinen Fall Yasin. Also ich glaube, sie vertraut ihm nicht, weil wenn sie schon hier drin so reagiert, obwohl sie genau immer sieht, was er macht und alles, ob das dann draußen klappt. Glaube ich nicht. Bist du draußen, gehst du kaputt an dem, wenn du solche Gedanken hast. Also wenn davon musst du wegkommen, sonst wird diese Beziehung nicht klappen. Den Rest klärt alleine. Ich muss jetzt kurz meine Psyche stärken. Vielleicht brauchst du ein Wodka. Glaub mir, wenn ich das jetzt noch nehme, dann nein, geht nicht. Nehme, trinke. Nee, trinken auch nicht. Ja, sieh mal, du nimmst zu viel, ich gehe jetzt schon. Okay. Das war Ehetherapie mit Elena.